Wasserstoffversprödung ist eine Systemeigenschaft, die sich aus den Materialeigenschaften, der mechanischen Bauteilbelastung und dem Wasserstoffangebot ergibt. Das Wasserstoffangebot entsteht in chemischen und elektrochemischen Fertigungsprozessen sowohl in der Vorbehandlung als auch während der Metallabscheidung als Folge von Redoxreaktionen. Für den Prozessbetreiber stellt sich daher die Frage, wie weist man eine Wasserstoffversprödung in Fertigungsprozessen reproduzierbar nach? Innerhalb der Vorbehandlung besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung beim Beizen. In Beizprozessen kann es zu einer Metallauflösung, der Oxidation und zu einer Reduktion der Wasserstoffbildung kommen. Die Phasengrenzflächenreaktionen zur Wasserstoffbildung lassen sich durch die Tafel-, Vollmer- und Herowski-Reaktionen beschreiben. Als Folge der Vollmer-Reaktion wird Wasserstoff an der Phasengrenzfläche adsorbiert. Der adsorbierte Wasserstoff kann zu molekularem Wasserstoff rekombinieren. Dabei handelt es sich um die Tafelreaktion. Der molekulare Wasserstoff steigt in Form von Gasbläschen auf und trägt nicht zur Wasserstoffversprödung bei. Rekombiniert der Wasserstoff nicht, kann er die Phasengrenze überwinden und in das Metallgitter diffundieren. Der Nachweis der Wasserstoffversprödung gelingt durch Verspannungsprüfungen, welche unter anderem in DIN 50969 Teil 2 beschrieben sind. Besonders bewährt hat sich unsere automatisierte Verspannungsprüfung mittels C-Ring-Prüfkörpern. Die Diffusion des atomaren Wasserstoffs wird im Metallgitter durch Versetzungsbewegungen und Spannungsgradienten begünstigt. Der Wasserstoff diffundiert bevorzugt in den Bereich von Gitterinhomogenitäten, wie beispielsweise Kerben und Mikrorissen, und reichert sich dort an. Der im Werkstoffgitter gelöste atomare Wasserstoff setzt mit Überschreiten der Elastizitätsgrenze die Aktivierungsenergie der Versetzungsbewegung im Verspannungsversuch herab. Durch die Versetzungsbewegung findet ein Transport von atomarem Wasserstoff in den Bereich erhöhter Spannungskonzentrationen, wie zum Beispiel Risse und Kerben, statt. Die aufgezeichnete Verformungsenergie gibt Auskunft über das Verformungsverhalten des Prüfkörpers. Tritt durch atomar gelösten Wasserstoff eine Werkstoffversprödung auf, so ist diese durch eine signifikante Reduktion der Verformungsenergie und das Auftreten eines Sprödbruchs messbar. Wir denken Verspannungsprüfung neu. Der von iCam Analytics entwickelte Prüfstand verbindet unterschiedliche Messmethoden, Prüfkörpervielfalt und neue, auf Verformungsenergie basierende Materialkennwerte. Mittels Constant Strain Rate Methode gelingt es uns, eine Wasserstoffversprödung innerhalb von nur 180 Sekunden prozessbegleitend zu detektieren.